So, meine Freunde, ich begrüße euch herzlich zurück zu einer neuen Ausgabe unseres täglichen Formats Daily Dose Runes of Magic. Heute in einer, ja, oder beziehungsweise zukünftig wird ein solches Format, wo also diese Art von Folge einen speziellen Namen tragen. Ich habe vor, solche Tage wie heute eine Art Express-Ausgabe zu machen. Das heißt, ein deutlich verkürztes Format. Ich weiß nicht, ob ich dann so 3 Minuten mache oder sowas. Heute werde ich das auch in der Regel normalen Größe machen. Zukünftig plane ich, wenn für Tage, wo ich keine Zeit habe, eine sogenannte Express-Ausgabe der Daily Dose. Das heißt, 3 Minuten, 4 Minuten oder so, ganz, ganz kleines Stückchen, aber dass wir trotzdem eine tägliche Dosis haben. Dass ich wirklich jetzt mal das durchziehe, dass wir wirklich immer eine tägliche Dosis haben. Die Express-Ausgabe kann ja im Voraus aufgenommen sein. Die bekommt dann ein kleines Intro dazu und sowas, um ein paar Sekunden zu bekommen. Etc. pp. Und dann haben wir eine Express-Ausgabe der Daily Dose. Ich denke mal, ihr habt mir das so überlegt, so spontan, und ich glaube, das ist eine gute Idee. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu denkt. Ja, ich lese kurz den Questtext vor, dann können wir da anfangen. Die Sabineaner Affenmenschen waren den Elfen noch nie sonderlich wohlgesonnen. Wie dem auch sei, von einem ökologischen Standpunkt aus ist ihre Existenz lebenswichtig. Um dem Problem der ständigen Angriffe der Sabineaner auf ihre Schüler zu begegnen, haben die Meister den Bau erkundet und entschieden, dass es den Schülern erlaubt sei, die Sabineaner in ihren Aktivitäten zu stören und ihre Aufmerksamkeit umzulenken. Auf diese Weise können wir auch beobachten, ob es den Schülern gelingt, Angriffe aggressiver Gegner abzuwehren, bevor sie die Insel verlassen. Das ist die letzte Aufgabe. Kurz gesagt, ihr müsst die Sabineaner erledigen. Die wilden Sabineaner attackieren andere Kreaturen ohne zu zögern. Sie fürchten sich lediglich vor den Scheren der Pfeifenseekrebse. Vielleicht halten sie sich deshalb vom Pfeifensee fern. Ihre Schwäche werden wir ausnutzen. Geht zunächst zum Pfeifensee und fangt ein paar Pfeifenseekrebse. Lasst sie anschließend im Sabineaner-Bau frei. Das wird die Sabineaner in Aufruhr setzen und uns und den Tieren hier eine Verschnaufpause verschaffen. Denkt daran. Die Sabineaner werden euch wahrscheinlich angreifen und dabei nicht gerade zimperlich sein. Seid also auf der Hut, nachdem ihr die Pfeifenseekrebse freigelassen habt. Gut, das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Ich war gerade bei Express-Ausgabe. Achso, genau, der heutige Grund für die Express-Ausgabe, mehr oder weniger, ist ja, die EM. Wir haben gerade 3 vor 6 und gleich beginnt das heutige Spiel. Das heißt, viel Zeit habe ich jetzt gerade nicht mehr. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange haben. Nehmen wir schon auf. So, Moment. Wir sind bei etwas über 3 Minuten. Ja, ich werde die 5 Minuten oder so anpeilen. Wir werden eh als nächstes hier im Spornheim noch mal ein bisschen weitermachen. Das heißt, wir nehmen hier noch mal kurz die Quests an. Mir missfällt dieser Streich sehr, den Walugobi gespielt hat. Er hat unter meinem Namen ein Geschenk zu einem Mädchen geschickt, das ich nicht mag. Reilly-Schack. Er hat sogar einen rührseligen Liebesbrief beigefügt. Jetzt denkt dieses Mädchen nicht, dass ich sie mag. Nur der Göttkönig kann meinen Schmerz verstehen. Ich wäre besser dran, nach Kandara zu gehen und nach den fehlenden Kampffertigkeiten zu suchen, als diesem Mädchen diese zweideutige Situation zu erklären. Ich bin hierher gekommen, um zu trainieren und ein großer Champion zu werden, nicht für Gefühle. Aber wie kann ich als ein Mann einem Mädchen ins Gesicht sagen, dass ich ihre Liebe nicht erwidere? Das ist peinlich. Mein Freund, ihr könnt sicherlich verstehen, wie ich mich fühle. Weil es den Anschein hat, dass sich dieses Mädchen immer mehr in mich verliebt, habe ich beschlossen, alles in einem Brief klarzustellen. Ich hatte noch keine Gelegenheit, ihr meine Erklärung zu überbringen. Ich kann nicht persönlich die Hoffnung eines Mädchens zunichte machen. Könnt ihr mir helfen, den Brief zu überbringen? Es ist fast Zeit, Fräulein, die Diana Lins Hausaufgaben abzugeben. Ich nehme an, sie wird in der Nähe des Pfeifensees erscheinen. So, das ist für all diejenigen, die das vielleicht vorher nicht mitbekommen haben, das ist, glaube ich, der Schüler, dem der komische Frosch einen Streich gespielt hatte. Das würde zumindest hinkommen. Der Überleben in der Wildnis Code. Kinder, zuallererst bin ich froh, dass ihr euch entschieden habt, hierher zu kommen. Zu diesem Überleben in der Wildnis Kursus. Für das Zeugnis der weiterführenden Akademie. Lasst mich euch als nächstes etwas über die Schwierigkeiten und Engpässe beibringen, die euch bei euren Abenteuern in der Wildnis begegnen werden.
Als erstes kommt der grundlegendste Teil des Überlebens in der Wildnis, nämlich Nahrung finden. Ich denke, Tiere zu jagen stellt für keinen von euch ein Problem dar. Deshalb werde ich mich auf das Erkennen essbarer Pilze, essbarer Pflanzen beschränken. Ich war schon im Kopf bei den Pilzen. Je bunter eine Pflanze ist, desto gefährlicher ist sie. Dies ist eine Faustregel, die ihr euch merken solltet. Wenn ihr in der Wildnis etwas esst, sollte die Nahrung, die ihr auswählt, einfach aussehen und keinen besonderen Geschmack aufweisen. Auch wenn sie hässlich ist und nicht eurem ästhetischen Geschmack entspricht, verwerft sie nicht. Ich möchte euch das näher erklären. Seid ihr alle mit dem Grundprinzip vertraut? Okay, dann lasst uns mit praktischer Wildniserfahrung beginnen. Ihr könnt nur Erfahrung sammeln, wenn ihr es selber ausprobiert. Das ist genau der Grund, warum ich den Spornheim als Ort für diesen Unterricht gewählt habe. Es gibt viele Arten von Pilzen im Spornheim. Ich möchte, dass ihr hineingeht und fünf essbare, einfache Pilze findet, als Test. Das werden wir allerdings in der nächsten Folge machen. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Wir sehen uns dann morgen.